Frage an Sie. Was ist ein Gehzeug? Schön, dass Sie da auch so ein ratloses Gesicht machen. Ein Gehzeug ist ein Fahrzeug zum Gehen. Eigentlich ganz einfach. Klar, oder? Ein Mensch geht, nimmt dabei aber so viel Platz weg wie ein Fahrzeug, wie ein Auto. Das klingt bekloppt. Mhm. Vielleicht ist auf jeden Fall eine Aktion von Klimaschützern. Gucken Sie. Weiter so war gestern, tragen Sie vor sich her, die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion, die da heute Nachmittag in Dortmund unterwegs sind. Das ist die Gehzeugaktion. Mit Gestellen aus Holzlatten um sich rum, wie so ein gigantischer Reifrock. Gestelle halt ungefähr so lang und breit wie ein Auto. Hilft natürlich übrigens sehr beim Abstand halten, auch auf einer Demo, so nebenbei bemerkt. Die Botschaft der Klimaaktivisten, Autos brauchen zu viel Platz und die Stadt Dortmund, die brauche eine Verkehrswende. Wir bleiben bei Autos in der City und kommen mit einem neuen Wort ums Eck und einer alten Angst. Dooring kommt von Door, ist klar, Tür und meint das hier. Du fährst mit dem Fahrrad irgendwo lang, auf der Straße, auf dem Radweg und zack, geht eine Autotür auf. Das ist nicht nur gefühlt gefährlich. Eine neue Studie zeigt, geparkte Autos sind ein Riesensicherheitsproblem für Radfahrer und die Ursache für jeden fünften Radunfall. Das ist viel mehr, als wir bisher dachten. Zwei Gründe, weil die Autos die Sicht behindern, also einfach im Weg stehen beim Gucken, oder weil eben plötzlich eine Tür aufgeht und die Radfahrer dann da reinrauschen oder irgendwie ausweichen müssen. Dooring. Das hier nur ein Werbespot, der sensibilisieren soll. Kurz abgelenkt. Schon ist es passiert. Und so sehen die Folgen in der Realität aus. Gudrun Schwan hat einen gebrochenen Arm, Prellungen am ganzen Körper, einen komplizierten Kniebruch. Ist ja nur eine weiße Autotür. Hab mich noch versucht zu halten. Hab geschrien, das weiß ich noch, und lag aber schon auf der Straße und Fahrrad polter die Polter. Und hab direkt aber auch gemerkt, wie ich auf der Straße lag. Ellenbogen, Knie, ist was Schlimmeres. Die Männer, die hinter mir waren, die haben direkt Autos angehalten. Gott sei Dank war Feiertag und ich hatte noch Glück im Unglück, dass kein Auto kam. Das hier eine so typische Stelle für Großstädte. Autos parken falsch, oft viel zu nah am Radweg. Eine Gefahr, die bislang unterschätzt wurde, zeigt jetzt eine Studie von Unfallforschern der Versicherungswirtschaft. Nun, in den Städten ist das gewaltig, gewaltiger auch, als wir angenommen haben. Immerhin ist jeder zweite Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrer, der auf das Thema Parken zurückzuführen ist, ein Dooring-Unfall. Und der Radfahrer hat dabei praktisch keine Chance. Denn die Studie zeigt auch, schwingt eine Autotür auf, müsste man bei 20 km/h mindestens 11 Meter entfernt sein, also drei Autolängen, um noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Ein Bremsweg, den man fast nie schafft. Es muss sich was tun, so die Forderung der Experten. Ja, tatsächlich haben wir hier einen Zielkonflikt, denn natürlich müssen die Kommunen auch dafür sorgen, dass die Bürger ihre Fahrzeuge abstellen können. Aber wenn ich natürlich eine Radverkehrsanlage auf die Straße mache und ich habe nicht die Möglichkeit, ausreichend breite Seitenräume als Sicherheitsabstand herzustellen, dann bedeutet das tatsächlich, die parkenden Fahrzeuge müssen weg. Gudrun Schwan hat sich bei der Stadt Köln beschwert. Und tatsächlich ist hier ein neuer Radweg geplant, so die Antwort. Sie sei nicht das einzige Unfallopfer gewesen. Ein gutes Gefühl, wieder aufs Rad zu steigen, gibt ihr das nicht. Ich habe vor, wieder aufs Fahrrad zu fahren, weil an sich ist das ja durch Köln Fahrradfahren super. Ne? Ist eigentlich besser wie Auto, aber ich weiß es noch nicht, wie es mir ergehen wird. Keine Ahnung. Und deshalb heißt es für die kommenden Wochen erstmal auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und sich fahren lassen. So, und was hilft, ist der holländische Griff. Kennen wir den alle? Ja. Tür aufmachen. Warum? Immer mit rechts. Dann gucke ich nämlich automatisch nach hinten. Jetzt gucke ich sie aber wieder an.